Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Volvo XC40 Videoserie. Und jetzt will ich mal ausprobieren, wie sich der XC40 so in der Stadt verhält. Also auch gerade vom Verbrauch, vom Handling und vom ganzen Fahrverhalten. Der hat ja eine 75 Kilowattstunden große Batterie und damit soll er ja 418 Kilometer weit kommen. Das ist ja eigentlich total ordentlich. Und auch wenn man ihm nachsagt, dass er hier ein Schluckspecht ist und man nennt ihn auch so ein bisschen scherzhaft der kleine e-tron, da sollte er doch in der Stadt echt eine ordentliche Reichweite haben. Also ich rechne mit mindestens 350 Kilometer hier in der Stadt. Das wollen wir mal gucken. Und ich fahre jetzt gleich zur Arbeit und dann werde ich mal eben hier den Tritt zurücksetzen. Dazu muss ich den Wagen anschalten, Bremse drücken, auf D stellen. Ja, der automatische Tageskilometerzähler ist schon auf 0. Und jetzt werde ich den manuellen auch noch mal auf 0 setzen. Ja, ist ja gut. So, jetzt. Okay, dann können wir starten. Ich fahre erstmal hier zur Arbeit und dann im Laufe des Tages muss ich noch ein paar Sachen erledigen. Also da werden bestimmt so 100 Kilometer in der Stadt zusammenkommen. Und da bin ich echt gespannt, wie hoch der Verbrauch da ist. Also ob er unter 20 Kilowattstunden zu bekommen ist oder ob es wirklich drüber liegt. Wir haben heute, was haben wir denn? Wir haben 18 Grad, es ist so bewölkt. Aber es ist trocken, ist ja auch wichtig für meine Tests. Und dann gucken wir mal, was so am Ende bei rauskommt. Ich bin gespannt. Ja, und ich finde, was in der Stadt besonders auffällt, gerade bei langsamen Geschwindigkeiten, weil der Volvo ist wirklich, wirklich super leise, das sind die Rollgeräusche von den fetten Reifen hier. Man sind 19 Zöller, aber die haben doch ein ziemliches Dröhnen, diese Reifen. Das sind nämlich Ganzjahresreifen. Also das ist hier bei diesem Testwagen so, dass es Ganzjahresreifen sind. Für so ein Auto natürlich völliger Quatsch, vor allem wenn man das eben längere Strecken bewegt. Aber gut, für diese Testreihe haben sie sich bei Volvo gesagt, da machen wir uns nicht die Mühe und wechseln Sommer, Winter, sondern der hat jetzt eben einen Reifensatz und damit fährt man das ganze Jahr rum. Macht natürlich den Verbrauch jetzt nicht besser. Ja, und eins der herausstechendsten Merkmale hier von dem XC40 ist ja, seine Beschleunigung. Er hat eine Leistung ohne Ende, also er hat 4,9 Sekunden von 0 auf 100. Und das bei so einem großen Auto und so einem schweren Auto. Da wundern sich die Leute an der Ampel, wie weit man schon weg ist, bevor sie überhaupt den ersten Gang eingelegt haben. Ja, zum Stichwort One-Pedal-Driving hier. Da habe ich ja erwähnt, dass der ziemlich brachial in die Eisen geht, wenn man Strom wegnimmt. Ne? Das ist auch so. Aber wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dann kann man im Prinzip punktgenau mit dem Strompedal den Wagen bewegen. Man muss nie die Bremse betätigen. Auch wenn vor einem eine rote Ampel ist, einfach vorausschauend fahren, bisschen früher Gas wegnehmen und dann bremst man punktgenau bis zum Stillstand direkt vor der Ampel, ohne auch nur einmal die Bremse zu betätigen. Das macht echt Spaß, also wenn man den Fuß quasi gar nicht bewegen muss, immer nur mit dem Gaspedal fährt. Ja, das ist wirklich schön, das gefällt mir. So, hier ist zum Beispiel die Situation, hier muss ich gleich anhalten. Ich nehme nur Gas weg und bin punktgenau am Stehen da, wo ich hin wollte. Und hier ist eine rote Ampel. So. Ich halte einfach an der roten Ampel, punktgenau an der Haltelinie. Nur mit dem Gaspedal. So, wir sind gleich da, 14 Kilometer unterwegs gewesen, musste einen kleinen Umweg fahren wegen gesperrter Straßen und einem kleinen Stau. Und jetzt haben wir 18 Kilowattstunden auf 100 verbraucht.
Natürlich, reiner Stadtverkehr, Durchschnittsgeschwindigkeit ist entsprechend niedrig. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht einfach nur um mal zu gucken, was verbraucht der XC40 im Stadtverkehr im Alltag und wie weit kommt man dann damit. Ne? So, jetzt bin ich erstmal bei der Arbeit und wenn es dann nachher weitergeht, dann, ja, dann seid ihr wieder dabei. Bleibt dran. So. Ja, weiter geht's. Jetzt habe ich was abzuholen und da muss ich jetzt quer durch die Stadt fahren. Und dann wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir es schön sonnig. Wir haben es jetzt hier schon 21 Grad. Gleich wird dann die Klimaanlage ein bisschen mitlaufen. Aber ich kann auch das schöne Sonnendach hier nutzen. Das macht schon Spaß zu fahren, so wenn das Dach auf ist. Herrlich, fast wie Cabrio. Ja, die Spritzigkeit hier, das ist schon klasse. Also man fährt echt jedem davon. Ja, schade eigentlich. Ich dachte, wo ich schon mal hier bin, da kannst du auch laden, weil hier ist nämlich ein HPC-Lader, 150 kW und leider lädt da ein Plug-in-Hybrid und ein Ioniq. Also ist besetzt. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite, da sind 12 Supercharger-Stalls. Also als Tesla-Fahrer hat man da doch ein bisschen mehr Auswahl. Hier leider nur ein einziger Lader und da muss jetzt die gesamte Elektromobilität mit zurechtkommen. Ist natürlich ein bisschen wenig. So, alles erledigt. Jetzt haben wir einen Batteriestand von 57% noch und Sekunde, was haben wir denn für einen Verbrauch? Wir sind jetzt 26 Kilometer gefahren, 25,9 genau, 18,5 Kilowattstunden immer noch. Wir sind jetzt schon seit über einer Stunde hier im Auto unterwegs in der Stadt, inklusive Weg zur Arbeit. Und ja, Durchschnittsgeschwindigkeit ist natürlich sehr gering, 27 km/h, aber hier ist wirklich immer alles dicht in Bremen, also da kann man nicht schnell fahren. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Machen wir mal die 360-Grad-Kamera bemühen hier, ist nämlich ein bisschen voll. Laufen ständig Leute vorbei. Ja. Bin hier in so einem riesen Outlet-Center, also hier sind bestimmt 5000 Parkplätze, würde ich mal so überschlagen, und es gibt eine einzige Ladesäule. Das muss noch anders werden in den nächsten 10 Jahren, definitiv. Ja, und auch gerade in der Stadt, da macht sich natürlich wunderbar bemerkbar, dass man hier so hoch sitzt. Da hat man eine wunderbare Übersicht. Und gerade auch jetzt hier mit dem offenen Schiebedach, bei dem schönen Wetter und der Ruhe hier im Auto. Man fährt ja auch total langsam eigentlich. Jetzt fahre ich gerade 36 km/h. Ist das total angenehm hier zu fahren. Ist fast schon Erholung. Gucken wir mal eben, kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt 44 Kilometer unterwegs und haben Durchschnittsverbrauch von 17,6 Grad. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit ist immer noch sehr gering, 29 km/h, aber hier in der Innenstadt, da kommt man irgendwie auch nicht richtig vorwärts. Stop and go die ganze Zeit und wir sind schon 1,5 Stunden jetzt hier im Auto heute. Das Vorwärtskommen macht dann in der Stadt nicht wirklich Spaß, aber so ist das Leben, das ist so in einer Großstadt. Und so ist der Verbrauch, 17,6 Kilowattstunden. So,
wir sind fertig. Wir haben jetzt 63 Kilometer auf der Uhr. Ein bisschen was kommt noch zusammen, weil jetzt fahren wir wieder zurück. Wir liegen immer noch bei 17,5 Kilowattstunden. Ich glaube, da pendelt sich das jetzt so ein. Bin mal gespannt, wo wir am Ende landen. Eine Unart hier von diesem Volvo ist mir jetzt schon den ganzen Tag irgendwie aufgefallen. Wenn ich mit Tempomat fahre und in Stop-and-Go-Verkehr komme, dann hält er natürlich an, wenn vor mir die Autos stehen. Aber er fährt partout nicht wieder von alleine los. Ich weiß nicht, wie ich ihn dazu überreden soll. Ich muss immer erst Gas geben. Er fährt nicht von alleine los. Das ist richtig nervig, denn das ist so eigentlich die Hauptfunktion von so einem adaptiven Tempomat. Dass man bei Stop and Go nicht ständig aufs Gaspedal drücken muss, dass er das eigenständig macht. Und das wundert mich doch hier extrem. So, jetzt stehen wir wieder. Vor mir fahren die Autos los und er fährt nicht weiter. Ich muss Gas geben, vorher geht's nicht los. Die hinter mir fangen schon gleich an zu hupen. So, da wären wir wieder. Wir haben heute insgesamt 78,4 Kilometer zurückgelegt und hatten einen Durchschnittsverbrauch von 17,2 Kilowattstunden. Wir sind jetzt bei 46% Rest. Wir sind von 62 gestartet. Das heißt, wir haben so 16% verfahren für 78 Kilometer, 78,4. Durchschnittsgeschwindigkeit war echt total kriechig. Wir waren mit 28 km/h unterwegs. 3 Stunden haben wir dafür gebraucht. Also wir waren 3 Stunden im Stadtverkehr unterwegs und haben da gerade mal 78 Kilometer geschafft. Man unterschätzt das immer oder überschätzt das immer, dass man so viel Kilometer fährt. Aber in Wirklichkeit ist man stundenlang unterwegs und kommt irgendwie gar nicht vom Fleck. Ja, was bedeutet das denn jetzt für diese Reichweite? Also ganz ehrlich, wenn ich mal die 17,3 Kilowattstunden nehme und die 75 Kilowattstunden, die der Akku hier als Nennkapazität hat, also nutzbar, die zugrunde lege, dann sind das rund die 430 Kilometer, die der Wagen hier im Stadtverkehr kommt. Und damit liegt er tatsächlich über dem WLTP. Der liegt ja nur bei 418. Sensationelles Ergebnis. Und wenn ich mal die 16% nehme, die ich eigentlich verbraucht habe, laut Prozentanzeige und die mit den 78,4 mal vergleiche, dann müsste ich sogar bei 100% fast 490 Kilometer kommen. Da gibt es eine kleine Diskrepanz, was Prozentanzeige und rechnerischer Wert mit den Kilowattstunden angeht. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Also ich würde mal sagen, die 400 Kilometer in der Stadt ist mit diesem SUV, dem Volvo XC40, echt drin. Wir hatten heute allerdings 22 Grad, teilweise war es mal 24 Grad. Allerdings lief die Klimaanlage die ganze Zeit. Also Energieverbraucher neben dem Motor und so weiter war eben auch noch da, nämlich die Klimaanlage. Teilweise hatten wir aber auch das Schiebedach auf, das war noch ein bisschen mehr Windwiderstand und so. Aber in der Stadt ist das eh nicht so schlimm, weil man ja eh nur langsam fährt. Und wenn ich das mal mit meinem Tesla vergleiche, also mein Tesla, ich weiß das ja aus Erfahrung, ich fahre ihn ja schon viele Jahre, der verbraucht bei so einem Wetter im Stadtverkehr so um die 15 bis 16 Kilowattstunden. Das heißt, da liegen wir hier mit dem Volvo, was die Effizienz angeht, ja echt noch richtig, richtig gut. Und der Volvo ist eigentlich ein sehr effizientes Fahrzeug. Man glaubt es kaum, dass ich sowas mal sagen würde. Und das wird natürlich anders, wenn wir schneller fahren. Das teste ich ja auch nochmal. Gibt es noch ein drittes Video. Von daher, ich war total überrascht, dass dieser Wagen wirklich so effizient im Stadtverkehr ist. Und ja, wie seht ihr das? Was haltet ihr von diesem Wert? Ist der nicht sensationell? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Natürlich ist es relativ zu sehen für die Autogröße. Es gibt natürlich jede Menge Autos, die viel, viel weniger verbrauchen. Aber für diese Größe und für das, was ich erwartet habe, war es einfach ein super Wert. Ja, das war mein kleiner Stadtverkehrstest. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Volvo-Video wieder einschaltet. Teil 3 folgt demnächst. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao.